Die von Ihnen gewählte Rufnummer ist nicht vergeben. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem... Ich bin unglaublich aufgeregt, ich rufe euch nämlich gleich an und ich bin total nervös und ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, Video. Hallo, Freunde. Ich habe mir was ganz Besonderes heute überlegt. Einfach so ein bisschen als Zeichen meiner Zuneigung euch gegenüber und ich dachte mir, es ist einfach eine richtig coole Sache, wenn ihr wirklich Teil meiner Videos sein könnt mal. Weil es ist immer schön, wenn ihr mir schreiben könnt, hey, kannst du das oder das testen? Aber ich würde auch gerne jeden von euch hier im Studio haben und mich mit euch gemeinsam schminken. Das ist im Moment nicht möglich und das ist auch immer so ein bisschen schwierig mit Privatsphäre und allem Möglichen. Aber ich dachte mir, ich rufe euch einfach an und ihr bestimmt mein Make-up. Ich habe hier ein paar Sachen schon rausgesucht. Ihr habt 2 oder 3 Möglichkeiten, ein Produkt auszuwählen. Wir schnacken so ein bisschen. Ich habe mit allen Leuten vorher gesprochen, beziehungsweise ich habe es öffentlich gesagt, damit alle einverstanden sind. Ich rufe von meinem Handy mit unterdrückter Nummer natürlich an und ihr seht auch nicht eingeblendet die Nummer von jemand anderem oder so. Freunde, ich glaube, ihr könnt euch nicht denken, wie nervös ich wirklich bin. Ich glaube, ich wirke hier immer total selbstsicher und selbstbewusst. Aber wenn ich jemanden auf der Straße von euch treffe und ihr mich ansprecht und ich freue mich da immer riesig, aber ich bin immer so, ja, danke, ja. Na, das ist so, da bin ich immer sehr schüchtern und weiß gar nicht, was ich sagen soll, weil ich bin, glaube ich, aufgeregter, als wenn ihr zu mir kommt. Und mit so einem Telefon dazwischen, Freunde, ich bin sehr gespannt. Falls ihr neu seid, freue ich mich, dass ihr heute hier seid und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Das kostet euch nichts und ich bin 3-mal die Woche hier. Freunde, es geht bald wieder weiter. Der erste Launch ist durch. What's next? Bevor wir anfangen, möchte ich ganz kurz euch nochmal ein paar Produkte zeigen, die ich ja wirklich eigentlich jeden Tag benutze. Ihr kennt sie auch schon, aber für alle, die vielleicht neu sind und sie noch nicht kennen oder sich vielleicht noch nicht getraut haben, ihr wisst, ich arbeite schon seit fast einem Jahr mit Beautymates zusammen. Beautymates ist eine Marke hier aus Deutschland, die ich natürlich sehr, sehr gerne unterstütze, weil sie hier auch Arbeitsplätze sichert. Und ich habe einen Favorit, das ist die Beautymates Hyaluron Boost Creme. Ich habe sie jetzt hier für normale Haut, sie gibt es auch für trockene Haut und die für trockene Haut ist, ich sage es immer wieder dazu, und viele von euch mögen die Marke auch sehr gerne, das ist das beste Dupe ohne Duftstoffe zur Charlotte Tilbury Magic Cream. Vom Finish her, ihr habt einen richtig schönen Glow auf der Haut, eure Haut wird es lieben. Was hier ist, Freunde, Burger King ist am Randalieren, aber overall habt ihr ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Was ich ganz toll finde, ist, es gibt zusätzlich so Drops. Ich habe hier die Augenlifting Booster, die helfen einfach so ein bisschen die Schatten unter den Augen zu minimieren oder die Fältchen zu minimieren. Es gibt Selbstbräuner Drops, es gibt Antimüdigkeitsdrops. Also es gibt für jeden etwas, der seine Hautpflege so ein bisschen anpassen möchte. Und das Schöne ist, ihr könnt mit der Pipette perfekt dosieren und entscheiden, hey, heute möchte ich ein bisschen mehr Glow haben, heute möchte ich ein bisschen was für meine Haut tun oder gegen Pigmentflecken tun. Ich setze euch einen Link unten in die Infobox. Schaut gerne mal vorbei. Ich habe auch einen Code, mit dem ihr etwas sparen könnt. Ich kriege nichts vom Code, also es ist kein Affiliate-Link. Aber ihr unterstützt mich damit natürlich sehr und ihr werdet es nicht bereuen. Vor allen Dingen kauft euch die trockene Hautcreme. Freunde, Charlotte Tilbury, hu. Ich bin hier, ich bin da. Ich bin so nervös, Freunde, das ist unglaublich, ne? Okay. Hier sind einfach schon bestimmt 200 Nummern hier. Oh Gott. Okay, ich weiß schon, wen wir anrufen. Gott, warum bin ich so nervös? Guten Morgen. Morgen. Hallo. Hallo, wie geht es dir? Ich bin mit dem Hund draußen. Ach Mensch, du, ich habe auch eigentlich nur eine ganz kurze Frage an dich. Ja. Ich mache ja hier gerade ein kleines Video und du durftest den Primer aussuchen. Ich habe hier einmal von Becker, diesen lilanen, den First Light Priming Filter, dann von Too Faced, den Hangover Primer oder von Catrice, den Tensation Primer. Ich hätte gerne den von Becker. Ja, dann nehmen wir doch den. Der ist, ich liebe den. Vielen, vielen Dank. Sehr, lieben sehr Gruß gerne. An den Hund und ich wünsche dir einen zauberhaften Tag, meine Liebe. Danke, auch so. Ciao. Tschüss. Sie ist so süß. Es ist eine ganz, ganz liebe Zuschauerin, mit der ich ganz, ganz viel schreibe und sie ist ganz, ganz toll. Also, sie möchte gerne den Becker Primer. Ich liebe den. Der ist so ein bisschen lila, der gibt so einen leichten Glow und er riecht ganz leicht so ein bisschen zitrisch. Ey, Freunde, wenn das hier, ne, das könnte der Shit werden. Wisst ihr, jetzt seht ihr auch mal, dass ich keine Filter benutze. Ich kriege ganz oft die Nachricht, du hast ja Filter auf deinen Videos.
Hätte ich Filter und wüsste, wie es funktioniert, Freunde, ihr würdet sie nicht sehen. Okay, Primer ist toll. Ich bin sehr gespannt, wie das Make-up am Ende aussieht, weil man weiß ja immer nicht so, wie funktionieren die Produkte zusammen. Okay, Foundations habe ich mal drei verschiedene ausgesucht. Einmal von Yves Rocher, Wet n Wild und Dior. Okay, aber der erste Schritt ist gemacht, Freunde. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das findet. Wenn ich das öfter machen soll, dann go. Ich bin bereit. Ah, ich habe gerade eine per Direktnachricht bekommen. Na komm, anrufen. Hallo? 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 Guten Tag, hier ist Maxim. Hi, hier ist Irin. Hallo, meine Liebe, wie geht es dir? Gut, danke. Und dir? Oh Gott, ich bin hammer aufgeregt. Glaub mir mal, ich bin, glaube ich, viel aufgeregter. Ich freue mich. Ja, ich freue mich auch mega. Du hast gerade nämlich in dem Moment, als ich die nächste Nummer rausgesucht habe, hast du eine Nachricht geschrieben und dann dachte ich mir, komm, da rufe ich jetzt an. Ja, habe ich gesehen, weil du sofort draufgegangen bist, ne? Ja. Du, sag mal, also ich habe hier drei Foundations und ich würde mich freuen, wenn du dir eine aussuchst. Ich habe einmal von Wet n Wild die Photo Focus Foundation, dann eine von Yves Rocher und meine von Dior, die Skin Glow Foundation. Die von Wet n Wild. Okay, dann probiere ich das mal aus. Ich bin richtig gespannt, wie der Look am Ende aussieht. Ich wünsche dir einen zauberhaften Tag. Dankeschön, dass du die Zeit genommen hast. Danke auch, dass du mich angerufen hast. Gerne. Hab einen zauberhaften Tag, meine Liebe. Danke, gleichfalls. Ciao. Okay, Freunde, warum seid ihr alle so süß? Also, Seren hat sich entschieden für Wet n Wild. Ich habe beide hier, einmal die Dewy und einmal die normale. Wir mischen einfach beides so ein bisschen. Einmal hier, einmal da. Und einmal ein bisschen hier. Ich finde es so schön, weil, wisst ihr, ich bin kein Kind von Traurigkeit, offensichtlich nicht, aber ich sitze hier ja eigentlich den ganzen Tag immer bei mir alleine zu Hause und schminke mich und drehe und mache hier irgendwie immer die ganze Zeit was alleine und ich finde es einfach so schön. Eigentlich möchte ich das jetzt am liebsten jeden Tag mit euch machen und sitze hier immer alleine und jetzt habe ich einfach mal die Möglichkeit, mit euch so ein bisschen zu sprechen. Die Foundation, ich liebe die, vor allen Dingen die Kombination aus beiden und in Zusammenarbeit mit Luvia, mein Schwamm. Der ist so schön feucht und ihr könnt damit wirklich noch ein bisschen zusätzliche Feuchtigkeit in eure Foundation kriegen. Und mit der Creme von Beauty Mates, Jungs und Mädels, ich weiß es jetzt schon, das wird ein guter Make-up-Tag. So sieht das Ganze schon etwas besser aus. Ich fühle mich, wie ich mich fühlen möchte, mit Foundation. Ich schicke Sarah noch ein kleines Herzchen hier. Okay, Freunde, weiter geht es. Das sind so viele Nummern einfach. Komm, eine Zuschauerin ist eine ganz, ganz süße. Sie und ihre Mama ist das süßeste Team überhaupt. Die waren die ersten, die damals meine T-Shirts gekauft haben, die ich hier unter mir verlinkt habe. Ich bewerbe die gar nicht mehr, weil ich dachte, das nervt euch vielleicht. Komm, wir rufen sie mal an. Das ist eine ganz, ganz süße. Hallo? Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Tag, meine Liebe. Wie geht es dir? Sehr gut. Ich liege noch im Bett. So möchte ich das. Das ist schön. Ich habe gerade noch überlegt, was ich sagen würde, wenn du mich anrufen würdest. Ich freue mich, dass du überhaupt rangegangen bist. Das war meine größte Sorge, dass irgendjemand nicht rangeht. Nee, ich habe überlegt, ich mache den ganzen Tag das Handy auf laut. Nein, ich wollte ja eigentlich heute Morgen schon drehen, aber ich dachte mir... nee, das kann ich um 5 den Leuten noch nicht antun, aber ich freue mich, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, sehr gerne. Ich habe eine Frage an dich. Und zwar, ich habe hier Concealer vor mir liegen. Ich bin nämlich schon beim Concealer tatsächlich. Bis jetzt ist jeder rangegangen, Gott sei Dank. Ich habe einmal von NYX den Born to Glow Concealer und von Juvia's Place diese wirklich deckenden. Ja, ich würde sagen, Juvia's Place, weil du bist ja zurzeit so ein bisschen auf dem natürlichen Trip, kannst du mal entgegenwirken. That's my girl. Ich danke dir. Darf ich noch ganz kurz was loswerden? Na, aber selbstverständlich. Und zwar wollte ich dir einmal von ganzem Herzen danken, wirklich für alles, was du machst, weil du gibst mir wirklich zurzeit unfassbar, also nicht nur zurzeit, auch die letzten Monate und einfach alles so viel Kraft, einfach weiterzumachen. Und weil ich bin schon wirklich mehrere Jahre krank und du gibst mir immer so viel Ablenkung und Liebe, obwohl du mich bestimmt gar nicht kennst. Und das wollte ich einfach nur mal loswerden. Du bist ein ganz, ganz toller Mensch. Ich danke dir ganz herzlich Dankeschön. Für die lieben Worte. Und ganz liebe Grüße an deine Mama auch. Oh,
Dankeschön. Das werde ich hier ausrichten. Ich habe es gerade schon erzählt. Dankeschön. Und viel Spaß beim Training. Ich danke dir, meine Liebe. Pass auf dich auf. Danke, du hast Ciao. Gesagt. Tschüss. Gott, mein Herz, Freunde. Puh. Ich muss mich kurz sammeln, weil das klingt immer so doof. Und, oh Gott, das wird jetzt ein ganz emotionaler Teil hier. Ich nehme den Juvia's Place Concealer. Als ich mit YouTube angefangen habe, ging es mir halt auch nicht gut. Also wirklich gar nicht gut. Irgendwann werde ich dann auch noch mal drüber reden. Und mir hat das so geholfen, YouTuber, die ich damals gerne geguckt habe, einfach zuzuschauen und mich so ein bisschen in die Welt von den anderen Leuten einzutauchen. Und dass ich das jetzt selber sein kann für jemanden von euch, und wenn es nur eine Person ist, dann weiß ich, dass das, was ich hier mache, genau das Richtige ist. Ich möchte nicht die reichste Maus auf der Welt sein. Ich möchte nicht, 10 Autos vor der Tür haben und 10 Häuser haben. Ich möchte einfach, dass, und ihr wisst es ja mittlerweile, ich habe ja ein Ziel mit dem, was ich hier mache. Ich möchte dafür einstehen, dass Männer Make-up tragen. Das ist das ganz, ganz große Oberziel. Und dann natürlich, dass ich weiß, dass es Leute gibt, die das, was ich hier tue, gerne mögen und ich für jemand sein kann, dem sie vertrauen und dass es ihm besser geht. Und dafür möchte ich mich bei euch, nicht nur bei ihr, sondern auch bei euch allen bedanken, die halt hier an meiner Seite sind. Ich werde einmal ganz kurz setten, damit das Ganze nicht creased. Freunde, ich bin gerade total... Hätte ich nicht gedacht, also, dass das so emotional auch für mich wird. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei, wirklich. Es ist auch mal was ganz Neues hier für mich. Okay, Freunde, es geht weiter mit Bronzer. Ich habe verschiedene hier. Ich habe einmal von Essence den Sun Club Matte Bronzer und dann einmal hier von Benefit die Cheekstar Palette. Da ist so Bronzer, Blush, Highlighter mit drin. Mir ist sehr warm, ich bin sehr nervös, ich bin kurz vorm Heulen. I'm living. Hallo? Hallo, guten Tag, wer ist denn da? Hallo Schatzi. Hallo Denny. Na, geht's dir gut? Nein, ich bin ganz emotional mitgenommen schon. Ja, das kennt nicht von dir. Das ist ganz, ganz zauberhaft gerade, was dir gerade passiert. Deswegen dachte ich mir, ich rufe dich jetzt an, du kannst mich kurz ein bisschen wieder auf den Boden bringen. Und, ja, das ist meine Aufgabe. Ja, und meinen Bronzer aussuchen. Dein Bronzer? Ja. Welche stehen denn zur Auswahl? Also, ich habe hier einmal eine große Palette von Benefit und dann einen Bronzer von Essence. Ich möchte den Bronzer von Essence. Das habe ich mir fast gedacht, Team Günstmoss und so, ne? Genau, weil ich so billig bin. Das habe ich nicht gesagt. Aber gedacht. Ja, ich danke dir. Sehr gerne, mein Schatz. Bis später, ciao, ciao. Tschüss. Das musste jetzt sein, Freunde. Okay, Denny hat sich für den Sun Bronzer, den Sun Club Matte Bronzer von Essence entschieden. Den mag ich total gerne. Der ist so ein bisschen auf der wärmeren Seite, aber der riecht so fantastisch. Der riecht so ein bisschen wie der von Rival Loves Me. Und der ist einfach wirklich fantastisch. Der ist ganz, ganz zart. Ich weiß gar nicht, ob der im Standardsortiment ist. Ich glaube, ich hoffe, weil der ist wirklich gut. Ihr seht, also, er hat nicht so viel Bums. Man kann ihn wirklich schön aufbauen. Wenn ich jetzt beispielsweise den von Charlotte Tilbury nehmen würde, wenn ich den raufgebe, tschüss, da kannst du nichts mehr verblenden. Da ist vorbei. Da ist... Okay, ich muss noch mal ein bisschen Puder unter meine Augen geben, weil es creased gerade des Todes. Und wir lassen das einfach mal ganz kurz hier baken. Freunde, jetzt Blush. Was habe ich denn für Blush? Habe ich Blush rausgesucht? Ja, ich habe Blush rausgesucht. Nehmen wir die dritte Palette nochmal, Freunde. Ich bin ganz nervös. Hallo. Das macht so viel Spaß. Ich möchte das jetzt nur noch machen. Also, falls ihr Teil 2 davon sehen wollt, wo ich euch anrufe, vielleicht sogar per FaceTime. Das wäre schon cool. Okay, es geht weiter. Ich schaue gerade mal, ob noch ein paar Boys geschrieben haben, aber Jungs, wo seid ihr denn? Okay, wir rufen einfach hier. Ich glaube, es ist Maxi. Ja, oh, Maxi hat auf ihrem Instagram, hat sie in der Tasche die Nona-Palette. Okay. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo, meine Liebe, wie geht es dir? Gut, danke schön. Du, ich habe mal eine ganz, ganz kurze Frage an dich. Du weißt ja, ich drehe ja gerade mein Video. Und du bist Team Blush. Ich habe hier drei verschiedene Blushes vor mir liegen. Und ich würde mich freuen, wenn du dir einen aussuchen würdest für mich. Ja, gerne. Also, ich habe einmal hier von Becca und Khloe Kardashian diese Blush-Palette. Ja. Dann von Kevin O'Quar so ein Mono-Blush. Der sieht schon ein bisschen durchgerockt aus. Und von It Cosmetics, den Bye Bye Pores Blush. Ich glaube,
glaube, ich würde mich für Bäcker entscheiden, weil ich Bäcker selber auch mit am liebsten nutze von den Marken. Hast du den Blush auch, diese Blush-Palette? Die Blush-Palette habe ich nicht, aber ich habe sie vor Augen. Ja, genau, das ist diese mit diesen vier Dingern, die ist wirklich fantastisch. Genau, die habe ich zumindest schon mal gesehen. Ich liebe die. Super, meine Liebe, vielen herzlichen Dank für deine Hilfe. Ich wünsche dir einen zauberhaften Tag und pass auf dich auf. Danke, den wünsche ich dir auch. Danke. Und vielen Dank für den Anruf. Gerne, tschüss. Ja, Mensch, Freunde, so einfach geht das. Hier, komm, sie hat sich für die Blush-Palette ausgesucht, die habe ich ewig nicht mehr benutzt. Ich überlege gerade, komm, wir nehmen noch mal so ein bisschen hier den Bronzer und geben uns den hier hin. Und jetzt nehme ich den Blush. Welche Farbe nehmen wir denn? Hier, den hier? Ja. Komm, der ist wirklich gut. Das ist die Farbe Yes Girl. That's my shade. Ich liebe diese Palette. Also wenn ihr irgendwann noch mal die Chance habt, diese Palette zu kaufen, get it. Ja. Guten Morgen. Maxime. Hallo. Oh Gott, hallo. Wie geht es dir? Sehr gut. Oh Gott, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ich habe deine Nachricht gesehen. Ich habe gedacht, komm, wenn ich dich hier sehe, dann rufe ich dich an. Oh Gott, ist das... Oh mein, Wahnsinn, Wahnsinn. Ja, ich bin selber, glaube ich, genauso aufgeregt wie du. Aber wir sind schon geübt, deswegen ich freue mich, dass du reingegangen bist und dir die Zeit genommen hast. Natürlich, immer. Immer gern für dich, immer. Ach, möchtest du was trinken, meine Liebe? Und also, dann würde ich definitiv den Highlighter von dir nehmen. Den Boys in Make-up. Okay, den können wir natürlich auch sehr gerne nehmen. Ja, ich liebe ihn selber total und deswegen würde ich ihn gerne auf deinem Gesicht sehen. Dankeschön. Hast du eine bestimmte Farbe, die ich benutzen soll? Ja, Boys in Make-up. Ach, that's my girl. Ich danke dir, meine Liebe. Dann werde ich den Highlighter jetzt benutzen und ich wünsche dir einen zauberhaften Tag. Dir auch und sag liebe Grüße an Danny. Das ist richtig im Aus, er wird sich freuen. Alles klar, dann schönen Tag noch. Danke, ciao. Hallo. Das ging sehr schnell. Guten Morgen. Ah, guten Morgen. Hallo, meine Liebe, wie geht es dir? Ja, du, jetzt so zum vorletzten Schritt bin ich ein bisschen entspannter, aber ich war wirklich sehr aufgeregt die ganze Zeit. Ja, ach krass, aber coole Aktion, Mensch. Ja, ich bin echt gespannt, was ihr euch alle aussucht. Bis jetzt sieht's, also ihr könnt es mir gerne jetzt mal in die Kommentare schreiben, sieht es besser aus, als wenn ich es aussuchen würde, muss man sagen. Ja, ach krass. Ich habe das gerade durch Zufall entdeckt, weil wir gerade Urlaub machen. Ach, Mensch. Ja, wir sind nämlich auch gerade das erste Mal in Berlin. Du, komm vorbei, suchst es hier gleich direkt aus. Ach, sehr gut. Du darfst dir gerne meinen Lidschatten aussuchen. Und zwar habe ich hier zwei Lidschattenpaletten. Du kennst dich ja auch so ein bisschen mit Make-up aus. Ich habe hier einmal die Palette von Marvin, die zweite. Und dann einmal von Dominique Cosmetics, auch die zweite. Die Latte 2. Okay, oh, Dominique Cosmetics habe ich selber noch nie getestet. Aber ich würde sagen, supporte mir deine Kollegen dann immer von Marvin. That's my girl. I love you dafür. Gerne. Vielen, vielen Dank. Dann werde ich jetzt einen schönen Look schminken. Genießt hier die Zeit in Berlin auf jeden Fall. Ja. Und wir schreiben, meine Liebe. Ja, dann mach's gut. Bye-bye, ciao. Ich liebe euch einfach zu sehr. Es ist so süß, weil... Also, ich schmink mal hier so ein bisschen was mit Marvin und hole euch ein Stückchen heran. So könnt ihr das Ganze sehen. Look at the highlighter, girls. Ich habe ja immer das Gefühl, dass mein Ziel ist es, dass ich euch wirklich so nah es geht bleiben kann. Ich meine, dadurch, dass wir halt auch immer ein bisschen größer werden, und das ist ja ein normaler und schöner Prozess, ne, für uns als Community, aber ich probiere einfach so gut ich kann, den Kontakt mit euch zu bewahren. Und natürlich, ich kriege, glaube ich, am Tag 3000 Nachrichten bei Instagram. Ungelogen, 3000 Nachrichten. Das kriege ich nicht hin, einfach jedem zu antworten. Ich lese aber eigentlich fast jede. Und ich probiere auch, so vielen es geht, immer zu antworten. Also mittlerweile ist mein Postfach einfach so, so voll, dass ich teilweise Nachrichten von meinen Freunden gar nicht mehr lese. Und das ist halt eine schöne Sache. Aber das ist mir halt wichtig, dass ich mit euch wirklich den Kontakt auch so ein bisschen bewahre. Die Palette ist fantastisch. Ich gehe jetzt so ein bisschen in die Farbe Crusty und setze mir die hier hin und verdunkel das Ganze. Die auch ewig nicht mehr benutzt, die Palette. Grüße gehen raus. Verdunkel das Ganze so ein bisschen mit Karma regelt. Ich liebe die Namen der Palette übrigens, ne? Und dann, Freunde, haben wir noch zwei Kategorien. Lippenstift und Lipgloss. Und da habe ich mir so einen kleinen einen Spaß erlaubt und bin sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht. Denn ich habe
Eine verrückte Kombination. Und da ihr ja, die ich anrufe, nicht wisst, wie es aussieht. Okay, ich nehme jetzt einfach mit einem flachen synthetischen Pinsel die Farbe Crazy in Love. Und gebe mir die hier so ein bisschen auf mein Lid. Okay, that's a cute look. Sehr, sehr alltagstauglich. Ich lieb's. Freunde, ihr seid wirklich fantastisch, was Make-up-Auswählen angeht. Ich habe zwei verschiedene Lippenstifte und jetzt bin ich wirklich gespannt. Oh, sie sieht süß aus. Die von Ihnen gewählte Rufnummer ist nicht vergeben. Bitte rufen Sie die Auskunft an. There's no connection. Okay, habe ich mich vertippt? Okay, mein Fehler. Hallo? Guten Morgen. Hallo? Hier ist der Maxim. Hallo? Hallo. Ich habe... Anruf wird gehalten. Alles gut? Ja, mir geht es fantastisch. Wie geht es dir? Ja, mir geht's auch gut. Das ist schön. Du, ich habe gerade dein Instagram-Profil gelesen und ich dachte, für dich ist diese Aufgabe bestimmt ganz gut. Es geht um Liquid Lipstick. Ich habe hier zwei verschiedene Farben. Und ich würde mich freuen, wenn du dir eine aussuchen würdest. Ja, was für Farben hast du denn? Also, ich habe einmal so ein, ja, so ein klassisches Nude von Catrice und dann einmal von Lethal Cosmetics ein Schwarz mit so ganz leicht Schimmer drin. Also ich würde gerne das Schwarz an dir sehen. Ich hab's, würde mich schon gut aussehen. Ich hab's fast vermutet. Cool. Nee, ich habe mir das nämlich schon fast gedacht, dass hier sich jemand schwarz aussuchen würde. Und deswegen habe ich dich auch angerufen, weil ich dachte, das könnte richtig passen. Und ich glaube, das ist ein richtig cooler Look dann. Ich danke dir auf jeden Fall dafür. Gerne, gerne. Hab einen zauberhaften Tag und pass auf dich auf. Dir auch. Und schön gesund bleiben, ne? Dankeschön ebenfalls. Ciao. Danke, tschüss. Ja, das habe ich mir fast gedacht, Freunde. Ihr Instagram ist richtig cool. Sie hat sich für den schwarzen Liquid Lipstick entschieden von Lethal Cosmetics. Das ist Nemesis. Ich liebe den. Okay, können wir ganz kurz über diesen Look sprechen? Der hat einfach ein ganz, ganz neues Level erreicht an mega geil. Ich liebe schwarzen Liquid Lipstick und vor allem mit diesem natürlichen Look. Mega. Ich mache zum Abschluss natürlich noch Mascara und so mit drauf. Aber jetzt, Freunde, auch jetzt wird es spannend, denn ich habe hier zwei Lipglosser. Einer ist orange, den hatte ich damals gekauft für das Hermes-Video. Und einer von Lethal Cosmetics in so einem Lila. Also, der würde jetzt, glaube ich, dazu ganz gut passen. Das ist ein Statement. Deswegen unser letzter Anruf. Hi, Maxim. Einen wunderschönen guten Tag, meine Liebe. Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen. Wie geht es dir? Ja, gut, und selbst? Das ist fein, mir geht es auch fantastisch. Ich habe eine kleine Challenge für dich. Ja. Du siehst ja den Look noch nicht, aber es ist schon ein Statement. Also die anderen vor dir haben schon wirklich spannend ausgesucht und du hast jetzt die große Ehre, das Ganze zu beenden, und zwar den Lipgloss auszusuchen. Den Lipgloss, okay. Genau, ich habe hier einmal von Essence den Shine 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 Wet Look Lipgloss in der Farbe Peaches and Cream, das ist so ein Orange. Ja. Oder von Lethal Cosmetics die Farbe Sub-Zero. Dann nehme ich die Nummer 2, also den zweiten. Sehr gut, das habe ich mir fast gedacht. Ich bin sehr gespannt, wie das Ganze gleich zusammen aussieht, meine Liebe. Ich danke dir und wünsche dir einen zauberhaften Tag. Ja, ich danke auch für deinen Anruf. Ich gerne. Ich habe mich sehr gefreut. Gerne. Pass auf dich auf. Tschüssi. Ja, auch so. Ciao. It's a lot, aber ich lieb's. Also das ist mein favorite Lipgloss. Lethal Cosmetics macht wirklich die besten Lipglosser. Und das ist einmal der fertige Look, Freunde. Ich bin richtig gespannt, was ihr dazu sagt. Es hat einfach so unglaublich viel Spaß gemacht. Ich bin immer noch total gerührt, von euch zu hören, mit euch zu sprechen, und ich möchte mich von ganzem Herzen bei euch bedanken. Nicht nur bei denen, die ich jetzt angerufen habe, sondern bei allen, weil ich glaube, das waren ganz tolle Stellvertreter für alle von euch. Ihr seid eine ganz, ganz tolle Community. Ich freue mich, dass ich euch habe. Ich bin sehr, sehr dankbar dafür. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir können das gerne wiederholen. Schreibt mir dazu unbedingt ein Feedback in die Kommentare. Schaut auch auf jeden Fall bei Beauty Mates vorbei. Ihr werdet es nicht bereuen. Vor allen Dingen die Creme für trockene Haut ist perfekt unter Make-up. Und mit den Drops könnt ihr das Ganze noch so ein bisschen anpassen. Ich danke euch, dass ihr heute mit dabei gewesen seid. Und würde sagen, wir sehen uns beim neuen Video hier auf meinem Kanal wieder. Passt auf euch auf.